Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir sind hier im neuen Lager. Wir haben, wo waren das nochmal hier? Xardas der Dämonenbeschwörer als Aufgabe. Verbannung aus dem alten Lager. Und ja, also wir sind aus dem neuen Lager, nee, aus dem alten Lager rausgeflogen. Sind hier jetzt im neuen Lager unterwegs, müssen uns irgendwie zu Xardas hinarbeiten. Haben aber bisher auch ordentlich was hier auch geskillt schon bereits. Stufe 21 sind wir, kurz vor der 22. Stärke sind wir weit oben. Geschick, okay, kann man noch bessern. Aber wir haben nicht mehr so viele Quests. Und ich würde auch gerne, sehr, sehr gerne mit euch mal mich auf den Weg machen zur alten Mine und gucken, wie es da jetzt aussieht, da es ja eingestürzt ist. Zumindest angeblich eingestürzt. Da bin ich jetzt gespannt, wie das aussieht. Ja, den Reißwert und so wird hier eh keiner vermissen. Die machen weiter an ihrer Arbeit. Mich juckt hier jetzt unter der Brille. Kennt ihr das? Also zumindest die Brillenträger unter euch. Wenn es genau hier so vom, ja, wie nennt man das bei der Brille hier? Wo es auf der Nase sitzt, da drunter genau juckt. Zwischen den Augen, ja. Boah, ich liebe es. Ich liebe die Art, wie wir hier unterwegs sind. Gibt es eigentlich schon wieder neue Gegner? Haben die sich gerespawnt? Ich hoffe es. Die Warane sind nicht wieder da. Das Scavenger auch nicht. Die Blutfliegen auch nicht. Schade eigentlich. Ich könnte noch ein paar neue Erfahrungspunkte gebrauchen. Ja, mir ist bewusst, ich habe in Akt 1 oder Kapitel 1 einiges vergessen gehabt, und ist mir im Nachhinein bewusst geworden. Ich habe einiges vergessen gehabt, so zu machen, was ich jetzt irgendwie auch ein bisschen bereue. Und dass ich das auch mit Mutt hier auch noch vermasselt habe. Ich glaube, da war es zum neuen Lager, zur alten Mine, meine ich. Ja. Und ja, ich wünschte, ich hätte das alles mit Mut und so gemacht gehabt. Ihn noch ein bisschen länger ertragen gehabt, anstatt ihn zu verprügeln. Aber ja, jetzt ist es halt so, wie es ist. Kann ich jetzt nicht rückgängig machen. Aber im zweiten Durchlauf im Stream werden wir auf jeden Fall die Sachen, die ich jetzt eher vermasselt habe, versuchen wieder richtig zu machen. So, das war doch die eingespritzte Mine hier. Jetzt bin ich gespannt, wie es da aussieht. Vielleicht sind da auch jetzt wieder ein paar neue Minecrawler oder so, keine Ahnung. Winde. Die Winde klemmt. Aber bisher sieht es noch nicht so eingespritzt aus, wie die alle gesagt haben oder gemeint haben. So, gehen wir da mal rein. Ich bin neugierig. Natürlich, der will jetzt aufs Maul. Hallo? Nein, hör auf! Gehen wir noch mal kurz hier hin. So, was können wir fressen eben? Das. Da haben wir genug. Oder vielleicht den, der gibt ein bisschen mehr.
der will mir jetzt aufs Maul hauen, oder was? So. So, gib mir deine Waffen. Der kann mir jetzt nichts mehr, ja? Was mit dem da? So, dann brauchen wir jetzt. Was können wir nehmen? Mana-Bonus, Mana-Bonus, Lebensenergie. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ja, willst du mir jetzt aufs Maul geben oder was? Ach, hier, die leichte Armbrust nehmen wir auch noch mit. Aber bisher sieht es hier nicht eingestürzt aus. Ah, okay, der haut allen aufs Maul. Hat er jetzt Drake getötet? Du hast ja nicht mal etwas Erz in den Taschen. Digga! Hör auf, mir hier die Leute umzubringen. Ich brauch die noch. Ich weiß jetzt nicht, wie relevant Drake war, aber... Was soll denn der Scheiß? Jetzt muss ich damit leben, dass Drake tot ist. Super. Ja, die nicht Zeit haben, das zu bereuen. Die Schläge hat er verdient. Dafür hätte ich ihn umlegen sollen, wirklich. Wer greift hier an? Aaron? Drücke jetzt aus, weil wir sehen auch noch Schiff. So. Hier liegt noch ein Bolzen. Okay, dafür brauche ich irgendwie was. Du bist schon tot, du weißt es nur noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier überhaupt noch runter bin. Hier scheint doch alles heile zu sein. Ich weiß jetzt nicht, was los ist. Noch alles in Ordnung zu sein. Ich weiß ja nicht, was dessen Probleme sind. Was hier passt. Also, wo hier jetzt was eingestürzt haben sollte. So. Okay, hier funktioniert es auch nicht. Kann nichts machen. Wer hat hier auf mich geschlossen? Das sind ein bisschen zu viele hier. Das sind hier ein bisschen zu viele. Wollen wir dafür sorgen, dass die mal hier hinkommen? Die wollen jetzt nicht herkommen. Dann gehen wir mal lieber. Bin jetzt aber enttäuscht, dass Drake jetzt tot ist. Ich habe ihn nicht umgebracht. Das war der eine scheiß Templer. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen ausflippe, aber das war jetzt wirklich nicht ich. Ich hätte die früher oder später so oder so alle getötet, aber... Aber eher so in einem separaten Spielstand. Mache ich jetzt, dass Drake tot ist? Was mache ich da jetzt?
Egal wie. Ne, hier ist noch nicht raus. Da geht's raus. Hm? Du bist schon tot, du weißt es. Hä? Der ist tot. Rabenkraut? Da haben wir Snipes. Hier haben wir einen Bolzen. Du hast ja nicht mal etwas Erz in den Taschen. Alter, hier ist Ausnahmezustand gerade. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen lieber irgendwo anders hin. Bevor hier jetzt noch mehr Leute unschuldig draufgehen, zu früh draufgehen. Denn ich habe selber vor, die alle nach und nach auszuschalten hier. Aber dass Drake jetzt tot ist, ey. Das macht mich jetzt fertig. Ich wollte ihn töten. Aber nun nicht jetzt. Jetzt sollte er noch erstmal weiterleben. Also, wir können jetzt erstmal wieder was fressen. Die Heilkräuter und die Äpfel. So. Und Xardas, der Mond. In der Bibliothek der Wassermagier gibt es Schriften über die Gefahren und Schwächen solcher Wesen. Ich sollte mir etwas Zeit nehmen, um dort herumzustöbern. Müssen wir mal in die Bibliothek der Wassermagier hingehen? Also nochmal zurück ins neue Lager. Aber ich will mich jetzt dem neuen Lager noch nicht anschließen. Ich will eigentlich schon Teil der Feuermagier sein und des alten Lagers in diesem Durchlauf. Also im Hauptdurchlauf, sage ich jetzt mal. Let's Play Durchlauf. Und erst vielleicht später so, also im zweiten Durchlauf, in Wassermagiern und in Sumpflager hier. Wie nennt man das? Also Sumpfmagier da? Keine Ahnung, also auf jeden Fall den dann anschließen. Also zwei Durchläufe machen wir auf jeden Fall. Also zwei weitere machen wir auf jeden Fall noch. Jetzt müssen wir erstmal die Bibliothek finden. Boah, ich bin aber immer noch ein bisschen fertig, sagen wir mal so, wegen jetzt Drake. Lefty und der Reislord? Habe ich keinen Erbarmen mit. So, die machen weiterhin alle ihre Arbeit. Ach, hier ist Wasser. Das ist Wasser. Ach so. Und ich dachte hier, die liebe Hel hätte sich das Wasser da gemoddet oder so. Hier sieht man das ja richtig gut. Aber die sind da schon längst im Wasser drin. Jetzt ist die Frage, wo ist... oder komm, wir gehen einmal dahin. Da rein. Zu den Banditen. Weil ihr seht, quatsch mal mit dem, den können wir bestimmt. Erwache! Erwache! So, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Hier! 200 Erz hatte, was können wir ihm andrehen? Wir haben hier. Grüne Novizen, können wir aber anderweitig verkaufen. Könnte schon sein. War doch klar, dass das alle. So. Ja, das lassen wir mal. Seine Haut will ich trotzdem nicht. War nicht besonders schlau. Wenn du meinst. Wahrscheinlich hast du recht. So, genau. Leichter Zweihänder. Dann Richtschwert. Der Quatsch wird viel. Okay, der wird lieber
der bleibt erstmal bei uns. Der hat auch 70, aber ist Zweihänder. Kann schon sein. Geben wir ihm lieber die hier ab. Kann schon sein. Der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Ja. Wenn du meinst. So, und nehmen uns die 196. Herz. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. So. Ah, Modrak. Hallo. Stimmt, dass du Kurier der für die Magier bist? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Manche laden eben gar. Der hat doch bestimmt noch Erz. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Das passiert mir nicht nochmal. Ich halte mich. Der hat gar kein Erz mehr. Manche laden eben gar nichts dazu. Dem haben wir alles abgezogen, ne? Dürfer. Senjan? Man darf auch nicht alles glauben, was man. Hallo! Hallo! Du kommst aus der freien Mine, richtig? Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? War doch klar, dass das Ärger gibt. Hä? Hallo! War nicht besonders schlau. Ich will nur mit dir reden. Ich will nur mit dir reden. Ich bin nicht zum Reden hier. Ich glaube kaum, dass ich daran was. Das ist ein Problem. Ich halte mich da lieber raus. Hallo! Hi! An der Geschichte. Ich will nur mit dir reden. Ich bin nicht zum Reden hier. Okay, Cypher, quatsch mal mit dem. Ich glaube kaum. Hallo, Freund! Hi! Okay. Und komm mit Silas. Hallo! Hi! Wie läuft's denn so? Wie läuft's denn so? Gut! Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Okay, den kann ich nichts verkaufen. Gut, dann machen wir uns einfach mal auf den Weg in Richtung hier Mine. Nicht Mine, Bibliothek. Wo könnte die denn nochmal sein? Was stand? Nee, nicht hier. Hier. Nee, hier. In der Bibliothek der Wassermagier gibt es Schriften über die Gefahren und Schwächen solcher Wesen. Aber steht jetzt nicht, wo die sein soll. Ich gehe mal davon aus, dass die da oben ist bei den Magiern. Das sieht nicht nach der Bibliothek aus. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist auch keine Bibliothek. Nix hier. Kannst du mir sagen, wo die Bibliothek ist? Hallo. Hi. Lass mich mal durch. Ich suche nur die Bibliothek. Arcanum Gollum. Band 1. Wahre Macht. Geheimnisse der Zauberei. Nehmen wir alle mal mit. So, was haben wir hier? Okay. Schriften. Okay, lesen wir mal vor. Im Zentrum befindet sich der Morgrat mit seinen vier Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft. Der Raum des Vergänglichen, in seinem Inneren die unaussprechliche Dunkelheit, Despedia. Über allem befindet sich die Sphäre des Himmels. In der Hierarchie des Kosmos nimmt der Mensch die Stellung des Empfängers ein. Durch seine Seele hat er Teil am höchsten Sein, dem göttlichen Geist. Sein vergänglicher Körper hingegen besteht aus Stoffen des Morgrat, als kleines Abbild der ganzen Welt. Die synodische Umlaufszeit der Planeten
Das heißt, die Zeitdauer zwischen zwei gleichartigen Stellungen in Bezug zum Morgengrad unserer Welt weicht jedes Jahrhundert um einige Grade ab, sodass wir davon ausgehen können, uns in einer ständigen Bewegung mit dem restlichen Kosmos zu befinden. Bei der Aufstellung eines Kalenders bezogen wir uns anfangs auf den Mondlauf, um den Anschluss an die tatsächliche Länge des Sonnenjahres zu erhalten. Okay. Astronomie. Das magische Erz. Vom Erz. Das beste Erz zum Schmieden einer Waffe findet man zweifelsohne in den Erzminen bei Corinus. Es ist von elementarer Reinheit und durchdrängt von Magie. Es ist von unvergleichlicher Härte und doch so weich, dass es nicht bricht. Eine Waffe geschmiedet aus jenem Stahl, der unter unsagbar hohem Aufwand aus den tiefen Minen gewonnen wird, ist mit keiner Klinge und sei sie aus dem noch so besten Stahl gefertigt zu vergleichen. Kein Schild, den sie nicht brechen kann, kein Panzer, den sie nicht durchbohrt. Könige und Helden aus längst vergangenen Tagen trugen Waffen aus bestem Korinthus-Stahl und in ganz Mutana werden auch heute für solche Waffen die besten Preise erzielt. Doch wird für dieses Erz auch ein hoher Preis verlangt. Um es der Erde abzutrotzen, muss großer Aufwand getrieben werden. Dann ist es so, als wolle das Erz nicht aus dem Schoße der Erde entfliehen. So, Astronomie und das magische Erz. Elementare Arcanei. Müssen wir wahrscheinlich alles durchlesen hier. Einordnung der Magie in das Gefüge des Irdischen. Viel wurde geforscht über die Magie und ihrer Stellung zu den Elementen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Magie als das absolute Element angesehen werden kann. Sie hat die Macht, alle Elemente zu verändern und zu formen und ist ihnen somit augenscheinlich übergestellt. Eine Verbindung von Element und Magie bringt jedes Element in seiner reinsten Form zutage. So gibt es an wenigen Stellen natürliche Vorkommen solcher Verbindungen und sie sind gar sehr begehrt. Auch die Fähigkeiten eines Magus, Elemente scheinbar aus dem Nichts zu erschaffen, sind Beweis, dass die magische Kraft das reinste und höchste Gut darstellt, das existiert. So, okay, Geheimnisse der Zauberei. Dem Magus selbst wohnt wohl keine Magie inne. Er ist vielmehr in der Lage, sich ihrer zu bedienen. Er selbst hat ausschließlich die Fähigkeit, die Magie zu beeinflussen und zu lenken. Der in der hohen Kunst der Magie angeweihte Adept muss in der Lage sein, seinen Geist als Werkzeug zu benutzen. Sein Geist ist es, der die allumgebende arkane Kraft sammelt, sie formt, bündelt und letztendlich in die uns zugängliche Welt entlässt. Während dieser Zeit höchster Konzentration gelingt es dem Magus, mit seinem Geist unsere Sphäre zu durchdringen und auf die andere Seite zu blicken. Von dort kommt die Kraft, der Magus selbst ist nur Leiter und Former dieser Kraft. Bartos von Lara. Okay, dann haben wir hier noch Geheimnisse der Zauberei, haben wir zweimal. Dann Arcanum Gollum Band 1. Magie der Golems. Ach so. Ich dachte schon, das wäre hier aus. Ja, egal. Nur wer schon einmal einem dieser aus den Elementen erschaffenen Kreaturen begegnet ist, wird wirklich verstehen, welchen Respekt diese magischen Wesen einem abenteuerlustigen Wanderer einflößen können. Diese steinernen Kolosse sind im Kampf fast unverwundbar. Schwerter, Äxte und Bögen scheinen diesen Monstern nichts anhaben zu können. Der einzige glaubhafte Bericht von der Bezwingung eines solchen Leviathans stammt von einem Söldner. Er schrieb davon, wie der stumpfe Aufprall seines Kriegshammers Risse in den Golem trieb, bis dieser schlussendlich zerbarst. Okay, Arcanum Gollum Band 2. Den Steingolems verwandt sind die Eisgolems, deren physische Substanz jedoch völlig aus gefrorenem Wasser zu bestehen scheint. Jede uns bekannte Waffe scheint an der glatten Oberfläche dieser eisigen Wesen abzugleiten. Auch sei der abenteuerlustige Wanderer gewarnt vor dem Eisatem dieser Kreatur, schließt sie doch jeden Ahnungslosen im Nu in einer Säule aus Eis ein. Einst berichtete ein Feuermagier von der Begegnung mit einem solchen Geschöpf, doch schien er keine ernste Bedrohung darin erkannt zu haben. Feuergolem.
Berichten zufolge können diese feurigen Geschöpfe ihre Opfer mit nur einer Berührung in ein Flammenmeer verwandeln. Erst im letzten Jahr stieß eine Jagdgruppe im Hochland auf solch einen wandelnden Gluthaufen. Der Ausgang ist unklar, doch sollten Blitze und Eis die Höllenkreatur gestoppt haben. Okay, Schlacht um Varant. Doch fällt der Roba wählte den Angriff. Er versammelte sein Heer und stieß mit geballter Kraft gegen die schlecht gedeckte rechte Flanke des Feindes vor. Er hielt sich nicht lange mit dem Geplänkel auf, sondern stieß wie ein Schwert in die Seite des feindlichen Heeres und zerschnitt sie wie Papier. Immer weiter trieb er seine Mannen voran. Immer weiter Richtung der Grenze von Varant. Er wusste, wenn er diese Schlacht gewinnen wollte, musste es ihm gelingen, das feindliche Heer zu teilen und verhindern, dass sich Gellon und Lucor vereinen und ihm den vernichtenden Schlag versetzen. Es musste ihm gelingen, ihren Nachschub zu stören. Dann war ihm der Sieg nicht mehr zu entnehmen. Gellon war tot, seine Armee geschlagen, seine nun führerlosen Mannen auf der Flucht. Doch Roba war gewieft. Roba war gewillt, dem Feind keine Chance zu geben, sich zu sammeln, und befahl sofort den Aufbruch, um den Feind zu vernichten. Lucor indes beschließt, die Gunst der Stunde zu nutzen und König Robas erschöpften Truppen den Todesstoß zu versetzen. Ja, gut, also es kann schon sein. Schlacht um Valand. Ah, hier. Band 2. Der Krieg war entschieden. Varant seiner für die Verorgung der Truppen so wichtigen Seehäfen beraubt, König Roba weilte schon lange nicht mehr auf den Schlachtfeldern von Varant, sondern überließ er seinen Generälen die letzten feindlichen Truppen aufzutreiben. Varant besaß nur noch ein größeres Heer, geführt von Lucor, dem fähigsten Kriegsherrn des Varantener Heeres. Mehr als einmal hatte er eine drohende Niederlage in einen Sieg verwandeln können. Doch nun saß sein Heer in der Falle, dem Heer des Feindes zwar zahlenmäßig überlegen, doch in aussichtsloser Position. Li, der Kriegsheld von Myrtana, hatte ihn in eine Falle gelockt. Seine schwere Reiterei konnte auf dem tiefen, sumpfigen Boden des engen Tals nicht kämpfen, und die Hügelketten um ihn herum waren von Lis Soldaten besetzt, die immer wieder zustießen und so sein Heer Mann um Mann dezimierten. Die verzweifelten Ausfälle seiner Mannen waren blutig, zurückgeschlagen worden. Er war besiegt. Li? Das ist doch der eine Dude, den wir hier begegnet sind. Okay, letztes Buch. Die heilige Pflicht des Kundigen. Es ist seine Macht, die den Magus von den normalen Menschen unterscheidet. Er, ausgestattet mit der Fähigkeit, göttliche Kraft zu beeinflussen, ist ein Wesen, für welches die normalen Grenzen des Sterblichen nicht gelten müssen. Entschuldigung, musste gerade aufstoßen von der Kohlensäure. Hat der Magus erst einmal einen Grad erreicht, der es ihm ermöglicht, die Grenzen seines Daseins zu sprengen, so kann er sich selbst auf eine Stufe über der des normalen Sterblichen stellen. Er kann Grenzen von Raum und Zeit durchdringen. Selbst das Ende allen Seins, der Tod, ist kein Hindernis auf seinem Weg. Ja, gut. Sind das jetzt alle wichtigen Bücher gewesen? Ich weiß es nicht. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg in Richtung Sardas. Hoffen wir, dass wir das irgendwie schaffen. Dahin. Dass wir überhaupt wissen, wo der überhaupt sein könnte. Keine Ahnung. Also einen Turm haben wir gesehen gehabt im Orkgebiet. Da soll er sein. Dann hoffen wir mal, dass wir den da finden. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.